Tag 330, meine Freunde, und wir sind noch immer unterwegs mit dem Geldisch. Willkommen zurück zu The Fire Sword. Wir begleiten den mal rasch, weil wir sind ja immer noch mitten im Feldzug. Und wenn der Feldzug irgendwann mal vorbei ist, dann hoffe ich ja darauf, dass wir endlich mal unser Dorf begutachten dürfen. Wo wir ja aktuell leider nicht hinkommen. Der kann mich mal, der blöde König. Ich will nicht mit dem über irgendwas quatschen. Was denkt der denn, was er vor sich hat? Nee. Wer ist? Was laber ich heute? Ich stehe ein bisschen neben mir. Ist ja meistens der Fall. Wir sind nicht mehr viele, also Slutsk angreifen ist eigentlich nicht, denke ich. Naja, gut. Naja, doch, komm. Hier, zwei, drei. Oh, nee, doch, wir sind genug, ich laber Müll. Oh ja, holt euch die Stadt. Und ich werde mit dabei sein. Live und in Farbe quasi. Die wollen ohne mich kämpfen. Das lasse ich nicht zu. So, Freunde, dann wollen wir mal ein paar Schweden die Hackbällchen aus den Ohren friemeln. Oh, hier wird schon wieder scharf geschossen. Ja, Mensch, ist ja gut. Als ob ich eine Mücke im Zimmer habe. Geh mal weg. Das ist überhaupt eine Mücke, nicht, dass ich hier gerade, wenn sich hier gerade eine komische Weberknecht-ähnliche Spinne abgeseilt hat, ne? Und die mir gleich irgendwie übers Gesicht krabbelt oder so. Dann ist die Staffel vorbei, weil ich tot umfall. Ich hau dann doch lieber ab, mir ist hier zu viel los. Auf der Seite sind wir zu starke Kämpfer. Ich suche lieber das Weite und probiere es auf der anderen Seite. Ein bisschen Verstärkung rückt noch an, das ist gut. Hoffe ich. Das wäre sehr gut, wenn das gut ist, weil, wenn es schlecht wäre, dann wäre das schlecht. Geh mir aus dem Weg. Auf der Seite sind wir ja schon mal durchgebrochen, also haben wir da drin schon mal ein bisschen leichteres Spiel. Ach, das ist einer meiner Söldner hier. Ach so, hier unten backt einer rum und hält den ganzen Verkehr auf. Verstehe. Ihr könnt auch einfach Platz machen. Wie wär's damit? Hala. Holt sie euch! Immer Tropp! Wir dürfen hier keine Überlebenden lassen. Also haut die Schnitzelköpfe weg. Okay, es kann sein, dass ich noch ein paar Kugeln irgendwo suchen muss. Allerdings ist die Leiche hier gerade weg. Hast du Kugeln? Oh ja, du hast Kugeln. Nehmen wir uns gleich mal die Ratschloss hier mit ran. Auf mich feuern die gerade nicht, das ist gut. Ach nein, ich auch. Oh, das ist aber ein schöner Himmel, hör mal. Da sterbe ich gerne bei so einem Himmel. Okay, nächster Angriff. Wäre ja wohl gelacht, wenn wir das jetzt nicht packen. Oh, hier sind aber viele von meinen Söldnern jetzt dabei. Hat das zu bedeuten, dass wir doch eiskalt besiegt werden jetzt? Das wäre nicht besonders schön. Ganz im Gegenteil, muss ich sogar gestehen. Ich will auch. Dann halt nicht. Ich gebe mein Bestes, aber wenn ich nicht treffen kann, kann ich halt nicht treffen. Ich glaube, den habe ich getroffen. Den wiederum nicht. Wir kriegen auch jetzt schon wieder Verstärkung. Und ich treffe diesen Klabauterkopf einfach nicht. Heilige Handgranate.
Kann ich feuern, wie ich will. Ich treffe die nicht. Den habe ich gehittet. Aber mehr auch nicht. Für mehr hat es nicht gelangt. Okay, wir brechen durch. Vorwärts. Aus dem Weg, Zollnir. Haben wir uns gleich mal den Karabiner hier vom Söldner geschnappt, der hier tot rumliegt. Entschuldigung. Da habe ich doch den Falschen erwischt. Okay, aber wir haben hier schon mal eine ganz gute Position. Wir müssen von hier aus eigentlich nur noch reinhalten. Und dann holen wir alles vom Himmel. Beziehungsweise auf den Boden der Tatsachen. Los, lad schneller nach. Schön, dass meine Waffe wieder so verbuggt. Ich halte die einfach mal, wie so ein Gangster eine Pistole hält. Warum auch nicht? Keine Kugeln, trage ich. Verstärkung ist eingetroffen, sehr gut. Liegen hier noch Kugeln? Oh. Ich glaube, ich habe den sogar erwischt, oder? Nee, der steht noch, leider. Ich treffe den aber auch nicht da hinten. Den alten Lustlurch. Jetzt habe ich ihn weggemacht. Neue Feinde wo? Kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Aber ja, Tatsache, von hier unten kommen sie alle angerannt. Ja! Ist da, ich kann das nicht. Ich kann nicht mit erhöhter Truppenstärke hier spielen. In Defiance geht das einfach nicht. Ich habe hier dauernd Mikrolags drinne. Das geht mir auf den Geist. Also ich habe mein Bestes gegeben hier. Es hat noch nicht genügt. Bitteschön. Also so wie sich das anhört, soll ich nicht mehr mitkämpfen. Gut, dann kann ich ja jetzt eigentlich nach meinem Dorf gehen. Nach meinem Dorf suchen, so rum. Als ob der mir befohlen hat, ich soll hier dran teilnehmen. Womit denn? Ah, na gut, jetzt bin ich über 10%. Jetzt müsste ich ja eigentlich wieder. Jetzt müsste ich ja eigentlich wieder mitmachen können. Und die Quest ist auch schon erfüllt. Hab meine halbe Armee dabei verloren, ey. Dieses Scheiß-Lutzk. Und ich kann auch nicht viel machen, außer halt von hier hinten draufballern. Und meine enorm lange Lanze bewundern. Ich sehe gut und gefährlich aus, das freut mich. Ja, aber die Leute da, die schaffen das auch alleine. Die brauchen mich gar nicht. Die sind gut dabei, die stehen gut im Safte. Also haut denen die Haxe hin und Ruhe ist. Attacke! Och, meine Fresse! Alter, zieht euch das mal rein. Was ist das für eine Ein-Mann-Armee? Nee, ich such dann doch lieber. Wieso habe ich denn keine Le... Oh.
Also anscheinend wurde das Lehen, was ich hatte, erobert. Sehr geile Sache, das. Bin ich richtig sexy und alles. Stehe ich richtig drauf. Finde ich erotisch wie nie zuvor. Wie sieht es eigentlich mit meinem Geld aus hier? 183.000, weil ich müsste mal ein bisschen was abheben für meine Armee. Andererseits, ich kann ja jetzt hier in gewissen Städten auch Truppen bestellen. Da sollten doch mal ein paar kleine Husaren organisiert werden, finde ich. Auf dass wir sie in 2 Tagen abholen können, sollen, wollen, werden. So. Das will ich aber alles nicht. Kann ich den Mist immer noch nicht anheuern oder was? Wir probieren es mal in Warschau. Ach komm, hier. Lass mich da einfach in Ruhe. Ich habe zu tun. Merkt ihr es noch einen Meter? Geflügelte Husaren. 4 Taler, 192 und 4 Kupfer, okay. Also haben wir zumindest in Warschau schon mal Truppen bestellt. Wie sieht's denn aus in Festung Prest? Auch hier kann ich 3 bestellen. Boah, richtig geil wäre es ja, wenn wir irgendwann eine Stadt hätten, die die produziert. Der hat auch 3 geflügelte Husaren. Na, da wollen wir doch gleich mal gucken gehen. Ob der nicht ein wenig Ärger will. Weil das wäre ja in der Tat recht schön. Würden wir hier ein bisschen was verdienen. Schade. Na gut. Oh, da wird auch noch gekämpft. Nicht mehr. Gut, damit war dann wohl Essig in der Suppe. Weil wir sind fertig. Und kriegen 3 geflügelte Husaren in unser Team. Ha ja. Gut, also in Warschau und der komischen Festung hier können wir Reiter schon mal organisieren. Das ist doch gut zu wissen. Gibt es hier einen, den ich vielleicht bestechen kann, dass er mir hilft, die Festung zu kriegen? Das wäre mega toll. Ach, das können wir gar nicht mit dem. Ich dachte, das können wir mit dem, aber können wir nicht. Können wir nicht. Ne, können wir nicht. Gut, dann dich. Warum auch? Kasimir, bleib sofort stehen. Okay, der... Schade. Also wir können schon mal nicht danach fragen, ob wir es kriegen. Und natürlich sind die Schweden schon wieder da, um es zurückzuerobern. Auch nice. Wir bräuchten eine Armee, mit der wir selber ein bisschen taktieren können, aber... Da es Lutz dauernd im Bedrängnis ist, ist das natürlich relativ schwer, daran zu kommen. Wir können mal gucken, ob die Zeit schon rum ist und wir hier jetzt schon im Stadtzentrum an die Leute kommen. Kommen wir aber noch nicht. Schade. Dann warten wir hier halt eben noch. Weil Lutz ist jetzt schon wieder zurückerobert worden, aber... Ich habe auch wirklich keine Streitkraft, mit der ich die Mission hier quasi angehen könnte, um das Ganze zurückzuerobern. Lukrativ wäre das Ganze natürlich, weil natürlich die Möglichkeit besteht, dass wir die Stadt dann auch kriegen. Ob ich die alle immer noch nicht abholen kann, meine Güte. Wäre der Fürst hier nicht drinne. Aber trotzdem, ich habe trotzdem nicht genug Leute.
Aber mein Geld ist auch nicht mehr so gut dabei. Ich glaube, ich hole mir einfach eine Portion Söldner und raub noch ein Dörflein aus. Dankeschön, da haben wir wenigstens 5 Soldaten mehr. Und jetzt ist die Frage, wer sind denn... Nee, das wollte ich gar nicht. Jetzt ist die Frage, wer sind denn... Nee, das wollte ich gar nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sind denn unsere Feinde? Moskau und Schweden. Gut. Geil, dass wir beides hier so toll in der Nähe haben. Echt herrlich. Mit den Schweden will ich mich eigentlich auch nicht groß anlegen, aber... Ich muss es riskieren. Ich brauche jetzt ein bisschen Geld in der Hand. Damit wir eine Armee aufstellen können. Ohne geht es nämlich nicht. Oh nein. Völlig ausgeschlossen. Danke. So, und jetzt macht mir mal das Inventar schön voll hier. Immer her damit. Ja, reicht mir alles noch nicht. Ja, gib mal her. Das. Oh ja, ist das lecker. Hier noch ein bisschen Käse. Gut. Warschau, ich komme. Der Waffenhändler hat 2000 auf der hohen Kante. Sogar ein bisschen mehr als 2000. Der Rüstungshändler ist noch richtig gut dabei. So reicht. Und wenn wir schon mal hier sind, wir probieren es mal nochmal. Und da kriegen wir die 3 schon mal mit und bestellen natürlich auch direkt wieder 3 neue. Schade, dass man immer nur 3 von denen bestellen kann, ne? Bisschen mehr wäre deutlich geiler. Aber wenn es nun mal nicht anders geht, müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Wie sieht es mit Beförderungen aus? Könnte natürlich besser sein, aber ein bisschen was kriegen wir. Der Spekulatiuspriester, na sieh mal einer an. Damit er mal was aushält hier. Hm. Ah, das wären auch immer mehr da drin. Ach, was soll ich denn nur machen? Euer Fürst bietet euch die Erweiterung eurer Lehen an. König Jan Kasimir sendet die Botschaft, dass er euch für eure loyalen Dienste und eure weiteren Besitztümer noch Burg Mjadelsk anbietet. Ja, natürlich. Im Rahmen einer kurzen Zeremonie werdet ihr offiziell als neuer Herr von Burg Mjadelsk nebst dem Nachbardorf Vici bestätigt. Nun könnt ihr Mieten und Einkünfte von euren persönlichen Besitztümern verbuchen, Soldaten aus der Bevölkerung rekrutieren und die Ländereien verwalten, wie ihr es für richtig haltet. Allerdings wird ebenso von euch erwartet, dass ihr euer Leben samt den Einwohnern verteidigt, euer Lehen, Entschuldigung, vor Schaden bewahrt und dass ihr für Recht und Ordnung sorgt. Wo ist denn die Burg? Die da oben! Ach, scheißen Dreck. Okay, da haben wir jetzt eine ganz schöne Aufgabe vor uns. Geil, dass der Russe uns natürlich direkt wieder abfängt. Da kriegen wir endlich mal ein Lehen. Und schon haben wir wieder eine vom Bug kleben. Um es mit den Worten der Parteien zu sagen, an allem ist der Russe schuld. Besonders an Mietrückständen und sowas. Attacke! War ich das jetzt? Ich hoffe nicht. Ich denke aber... Oh, oh! So, jetzt unterhalten wir uns nochmal. Bitteschön. Kommt schon.
Immer drauf, wir dürfen die Russen hier nicht gewinnen lassen. Wir müssen zu unserem Lehen. Aber wir haben die auch ganz gut fertig gemacht. Ich denke, es geht alles seinen guten Gang. Und da haben wir gewonnen. Sehr gut. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man die Schlachtgröße etwas runterdrehen muss, dass man auch mit einer kleineren Armee ein bisschen besser arbeiten kann. Ich meine, offen gesagt, wir brauchen aktuell alles, was wir kriegen können, erstmal um unsere Burg zu sichern. Also immer her damit. Bisschen Kohle mal mit einnehmen, wäre auch nicht schlecht. Gut, Beförderungen stehen auch im Hause an. Was wir nicht so alles noch erledigen müssen, hä? So. Freunde. Heute war's das.